So Leute, was machen wir heute? It's a prank oder was? Nein, wie schon viele geschrieben haben in den anderen Video. Ich habe den Träger hier vergessen. Beziehungsweise ich war mir nicht sicher, ob da überhaupt einer rangehört. Weil der sieht ja natürlich ganz anders aus als wie der mit der Anhängerkupplung. Das Auto stand jetzt auch 2 Wochen. Bin gar nicht mit dem Auto gefahren, von daher alle safe. Jetzt habe ich den Träger hier besorgt. Heißt, ich baue das alles hier nochmal ab. Jetzt zeige ich euch, wenn der Träger wieder dran ist. Dann habe ich mir noch gesagt, schwarzen Endspiegel wieder. Alu-Pedale. Und Dings. Wie ist das? Fußding. Ja. Da kommt erstmal die Stoßstange wieder ran, weil die muss ja lackiert werden. Und ja, so darf es ja eigentlich nicht rumfahren. Deswegen bin ich jetzt nur ein Stück gefahren. Ja. VW-Emblem fehlt immer noch. Dann habe ich mir noch. Ich hoffe, dass die Stange noch drin ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Sieht aber gerade nicht so aus. Ja, mal gucken. Weil ich habe mir ja so ein Pinnippel geholt. Da gibt es irgendwie auch Unterschiede. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe einen geholt, jetzt, der ist so oben so zackig. Und ja, wenn es jetzt hier klappt mit dem, besorge ich mir die andere Seite noch. Mit diesem gezackten. Zeigt euch einfach mal. Hier, so sieht der. Der aus, wie der schon verbaut ist. Gut, ja, ist auch aus dem Vierergolf. So sieht der halt aus. Und dann will ich halt 2 gleich haben. Wie sieht das ganz aus? Und sonst sieht das Ding hier schon wieder aus wie Mülle, weil ich seitdem gar nicht mehr gefahren bin. So, jetzt nehme ich aber erstmal die ganze Stoßstange wieder ab und gucke gleichzeitig noch nach dem Wasserverlust, ob ich irgendwie was sehe und ob der Schlossträger was abgekriegt hat oder nicht, weil der Spalt ist eigentlich normal. Der Spalt ist nicht normal. Bin ich der Meinung. Und deswegen gucken wir einfach mal rein. Vielleicht mache ich heute noch die Scheinwerfer, aber ist kein Versprechen. Stoßstange ab. Und es ist mir direkt damals nicht aufgefallen. Bam. Aber übelst. Leider hatte der das nicht, sonst hätte ich das wahrscheinlich mitgenommen. Ja, ich habe jetzt nur das von hinten. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwie ein Unterschied ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ob das hier schon der Grund ist, warum das hier so ein bisschen verzogen ist. Ich vermute mal schon. Also heißt es auch noch einen neuen Schlossträger. Also das ganze Ding mit dem werde ich wohl tauschen. Und dann mal gucken, ob ich hier irgendwie Wasser sehe. Ich guck mal. Aber wie gesagt, ja, immer ist hier so ein Fleck. Hier der ungefähr. Aber ich glaube, ich habe hier den. Ah, guck mal. Aha. Ich guck mir das mal kurz an. Das ist aber nicht normal, oder? Ich dachte gerade so, Empfangsstörung vom Handy. Der macht ja erstmal hier so eine Geräusche. Ich hoffe, ihr hört das. Ja, auf jeden Fall ist der Kühler wahrscheinlich kaputt. Ich versuche das euch mal zu zeigen. Das ist immer so schwer. Da. Das ist unten, da ist der Kühler. Seht ihr das? Oh nein. Ich will einen neuen Kühler besorgen, so wie es aussieht. Ich glaube, da sieht man es richtig gut. Schön weggerostet. Ich hoffe, es ist nur der Kühler. Ah! Aha. Live dabei, wie er raustropft. Ja, moin. Also kann ich mir einen neuen Kühler besorgen. Da freue ich mich. Da wisst ihr ja, was als nächstes kommt. Weil du musst auf jeden Fall, bevor er die lange Autobahnfahrt macht, muss das auf jeden Fall getauscht werden, weil sonst halt nicht rum. Weil das ist doch. Das ist der von der Klima. Ja, genau, safe. Der ist von der Klima und das ist der normale. Und der ist auf jeden Fall. Da ist er. Hier sieht man es auch nochmal gut. Das ist auch so eine typische Krankheit. Das hatten wir damals beim Kollegen auch, beim Audi.
gleiche Stelle. Schön kaputt. Schön. Ja, also habe ich das schon mal gefunden. Schlossträger. Seht ihr da was Ungewöhnliches? Ich sehe jetzt nur das. Ob es der Grund ist, dass er sich hier noch dadurch ein bisschen mitgezogen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist meine Vermutung, dass er hier deswegen diesen kleinen Spalt hat. Na gut, ich baue jetzt erstmal die andere Stoßstange wieder ran und dann ja, zeige ich euch, wenn die Pedalen drin sind. Habe ich euch, verlege ich auf jeden Fall, habe ich unten oben schon mal gemacht. Und ja. So, hier seht ihr mal, was ich meine. Wie gesagt, die Anhängerkupplung ist ja hier reingeschoben und dann habt ihr einen ganz anderen Träger. Und wenn man jetzt hier guckt, sieht man ja, dass hier eigentlich was ran muss. Okay, und an die Hater hier, guck mal, ich habe das mit Klebeband isoliert. Ist ganz schlimm, Jungs. Ja, bevor wieder welche rumrollen. Und hier ist das neue Teil, stand anderthalb Jahre draußen, offen so. Dafür sieht er noch gut aus. Den kloppe ich mir jetzt daran und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Ganzen. Kann ich ruhigen Gewissen damit auch rumfahren. Ist jetzt wieder alles ordnungsgemäß verbaut. Und ja, da kann die Stoßstange eigentlich wieder ran und dann wird er ja safe unterwegs. Bam. So, mit richtig schön geschwitzter Fresse wird endlich verbaut. Also ein bisschen sauber machen noch. Aber so an sich sind alles schicki. Alles fest. Festgeschraubt. Mit dem Tacho zusammen. Kommt jetzt schon alles geil. Da fehlen wirklich noch die Bohrerdüsen, das Armaturenbrett. Und dann, ja. Mal gucken. Da bin ich jetzt eigentlich soweit fertig. Hinten ist ja, wie gesagt, auch alles verbaut wieder. Aufprallschutz am Start. Da lade ich jetzt alles wieder ein im Keller. Und dann kann ich mit dem Auto auch wieder schön rumfahren. Da freue ich mich schon. Was ich noch vergessen habe, ich mich gerade mal gefreut, so geil, baue ich mal den Spiegel aus. Der will mich doch verarschen. Jetzt ist der Spiegel ab. Das ist dieser scheiß Nippel, der eigentlich dranbleiben muss. Abwehren. Kann ich nur hoffen, dass ich das Ding noch abkriege. Und dann muss ich mit meinem Scheibenkleber das wieder rankleben. Die Scheibe muss zwar eh neu, aber ist ja trotzdem nicht braun. Rückspiegel, was soll das? Kotzt mich das an, also hat sich das mit dem Spiegel erstmal ledig. Muss ich das erstmal hier abkriegen. Tschüss, Jungs. With the bands.